Er mag winzig sein, aber er ist mächtig. Entschuldigung, das Nickerchen ist beendet. Und jetzt machen wir Party. Glitzer! Heute fassen wir die besten Momente von Tiny Diamond zusammen. Unglaublich, wie er jedes Mal mit all seinen erstaunlichen Reimen funkelt und strahlt. Los geht's! Am Anfang war der Tag, an dem Tiny Diamond geboren wurde. Guy Diamond, was ist los? Ich bekomme ein Baby! Tiny Diamond wurde schnell zu einem besonderen Teil der Trollfamilie. Sieht, wie er funkelt! Oh. Welchen Namen soll ich ihm geben? Wie wär's mit Tiny Diamond? Yeah, yeah, yeah! Tiny Diamond ist mein Name, Diamond. Wie mein Daddy, keine Frage. Mein Disney! Überall voll Glitzer, glinzer ich euch ins Gesicht. Ich liebe coole Rhythmen, oh, yeah. Und der Groove liegt mir im Blut. Im Blut. Wie meiner Tante Poppy steht ein Thron mir richtig gut. Teil der Trollfamilie zu sein bedeutet, für das einzutreten, woran du glaubst, auch wenn es schwierig wird. Oh! Als die Trollstadt angegriffen wurde, beschlossen Tiny und das Team loszugehen, um Poppy zu retten. Biggie! Hallo, Biggie! Du wirst es nicht glauben, wir wurden angegriffen von Barb und ihren Barbaren. Sie hat alle nach Volcano Rock City entführt. Das war echt unheimlich. Wiege mich, Daddy. Das ist schön. Ich hätte sie nicht allein lassen dürfen. Sie hätte das auch nie gemacht. Niemals, egal wie viel Angst sie hat. Ich muss zurück zu Poppy. Wir begleiten dich, Biggie. Wir müssen unsere beste Freundin retten. Aber wie? Wir kommen nicht an den Sicherheitsleuten vorbei. Wir besiegen sie mit Muskelkraft! Diese winzigen Muskeln sind beeindruckend. Als Tiny Diamond seinen Vater für den geheimen Geschenktausch auswählte, wollte er ihm den besten Rap aller Zeiten geben. Obwohl Rappen eines von Tinys Lieblingshobbys ist, gibt es nichts Schöneres, als mit seinem Dad abzuhängen. Oh, ich hab mein Daddy gezogen und ich hab das perfekte Geschenk, ein Weihnachtsgedicht. Endlich feiern wir Weihnachten, okay. Die schönste Zeit im Jahr. Ja. Poppy hat auch schon Geschenke für alle, das ist klar. Schön. Was schenke ich meinem Daddy? Ihr kennt ihn als Guy Diamond. Okay. Er bekommt was ganz Besonderes, ja, da wird er ganz schön steinen. Steinen? Moment mal, gibt's das überhaupt? Mir fällt kein Reim ein, was ist bloß los mit mir? Du hast wohl dein Flow verloren. Ich hab mein Flow verloren? Nachdem er tief in sich reinhörte, erkannte Tiny, dass sein Funke nicht nur äußerlich zu spüren war, sondern vor allem aus dem Inneren kam. Daddy! Yeah! Okay, ich glaub, jetzt hab ich's! Auf dieser Welt kriege ich meinen Flow zurück. Mir gelang kein einziger Reim, jeder Satz ein Missgeschick. Doch dann kam Cloud Monk, mit dem Gongschlag war mir klar, dass ich schon die ganze Zeit auf der falschen Fährte war. Ich drehe meinen Reim wie den Burger auf dem Grill. Nur ein Reim auf meinen Daddy, das ist alles, was ich will. Du hast es geschafft! Ja! Mein Flow ist wieder da! Du selbst zu sein ist das beste Geschenk von allen. Der unnachgiebige Charakter von Tiny Diamond und sein konstanter Flow sind so ein Geschenk an die Welt. Du hast es verstanden, stimmt's? Wir können es kaum erwarten zu sehen, was Tiny Diamond als nächstes vorhat. Frieden und Liebe, Respekt! Tiny und Daddy hauen rein!